Hallo Motorradfreunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mittlerweile auf der Watch fast 1000 Kilometer drauf. Das heißt, es wird Zeit für ein weiteres Fazit. Ein Vorstellungsvideo habe ich ja vor circa 6 Wochen schon auf meinen Kanal geladen und ein erstes Fahrvideo vor circa 4 Wochen. Ja, jetzt mit dem Kilometerstand ist das Fahrzeug also eingefahren. Das heißt, jetzt kann man ja auch mal ein bisschen Drehzahl geben. Und das wollen wir jetzt gleich im Anschluss machen. Bitte bleibt dran, bis gleich. So, nachdem er jetzt die Maschine auch ein bisschen drehen kann und mal ja, artgerecht bewegen kann, kann ich jetzt natürlich auch ein viel besseres Fazit zum Fahren, zum Handling, zum Bremsen, zum Fahrwerk auch machen. Und genau das werden wir heute machen. Apropos Fahrwerk, ich nehme eines einmal gleich vorweg. Das Fahrwerk ist absolut spitze. Ihr seht hier, ich bin auf meiner Fahrwerksteststrecke unterwegs. Also das offenbart wirklich jegliche Schwäche. Und wenn sie noch so klein ist am Fahrwerk, für 500 Kubik Maschine mit 48 PS hat das Ding wirklich ein ultrastabiles Top-Fahrwerk. Natürlich, man könnte jetzt ein bisschen jammern auf sehr hohem Niveau und könnte sagen, ja, das Federbein hinten könnte ein bisschen feinfühliger ansprechen auf so hubbeliger Strecke. Aber wie gesagt, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Insgesamt ein wirklich top stabiles Fahrwerk, bin ich sehr zufrieden. Jetzt hatte ich allerdings ein Problem, bei 6500 Umdrehungen hatte ich ein ganz störendes Dröhnen am Fahrzeug und die Ursache war genau diese Scheibe der hinteren Tankbefestigung. Die hat genau zwischen 6500 und 7000 Umdrehungen vibriert. Ich habe die Scheibe entfernt und habe stattdessen eine Gummischeibe eingesetzt und seitdem ist also tatsächlich Ruhe. Also das war wirklich enorm störend, das ist mir gleich beim ersten Mal, wo ich ein bisschen Gas gegeben habe, aufgefallen. Okay, Fahrwerk haben wir damit angesprochen, vielleicht noch ganz kurz zum Thema Handlichkeit. Natürlich gibt es handlichere Maschinen in der Klasse, aber ich muss sagen, das ist mir eigentlich egal. Mir ist wichtig, dass das Fahrzeug auf schlechten Strecken und bei in Anführungszeichen höheren Geschwindigkeiten stabil ist. Und das macht das Ding. Und man kann es vielleicht am einen oder anderen Videoclip sehen. Man kann also mit dem Teil auf der Landstraße tatsächlich richtig heftig räubern. Also das macht tatsächlich Laune. Zum Thema Bremsen vielleicht noch kurz. Wir haben ja vorne diese Doppelscheibenbremsanlage. Ist für diese Klasse eine sehr gute Bremse, ohne Frage. Wenn ich sie jetzt allerdings vergleichen würde mit der Bremse von meiner CB1000R oder von meiner XSR 900, da liegen natürlich Welten dazwischen. Aber das ist ein Vergleich wie mit Äpfel und Birnen, das kann man so also nicht machen. Also für diese Fahrzeugklasse wirklich eine sehr gute Bremse. Gibt's gar nichts zu meckern. Ein Punkt, der mir noch negativ aufgefallen ist, der Seitenständer. Ich habe ja hier keinen Hauptständer, ich habe ja nur einen Seitenständer. Und dieser Seitenständer ist sehr lange. Das heißt, wenn die Maschine auf dem Seitenständer steht, dann steht sie fast gerade. Also die hat kaum einen Neigungswinkel. Und da ist es mir tatsächlich schon zweimal passiert, dass mir die Mühle fast umgefallen ist. Also auf der unebenen Strecke abgestellt. Erst heute ist es wieder passiert. Also gerade noch so, dass ich es aufgefangen habe, bevor es am Boden gelegen ist. Also da glaube ich, da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Wo sich meine Eindrücke aus den ersten beiden Videos bestätigen, das ist die Sitzposition, die passt mir persönlich also sehr gut. Also so fürs Landstraßenräubern ideal, schön aufrecht, nicht zu weit vom Übergebeugt, also gerade richtig. Auch Handbremshebel und Kupplungshebel, die ja beide einstellbar sind, liegen gut zur Hand. Und das gleiche gilt auch für die Armaturen, also für die Schalter rechts und links. Das passt also für mich ganz gut, da gibt es nichts zu meckern. Ebenso die Ablesbarkeit des LCD-Kombi-Instruments, das ist auch soweit in Ordnung. Drehzahl, Geschwindigkeit, Uhrzeit ist also jederzeit ablesbar. Ich habe es euch ja schon im ersten Video gesagt, ich kann hier auch die Farben verstellen.
also hellblau, dunkelblau, so wie es jetzt ist, oder aber eben orange. Und recht viel mehr kann ich an dem Ding eigentlich gar nicht machen. Ja, okay, doch, stimmt nicht, ich habe was Falsches erzählt. Ich kann natürlich statt Gesamtkilometer kann ich mir den Trip anzeigen lassen oder ich kann mir auch den Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen. Apropos Verbrauch, da komme ich gleich zum nächsten Thema. Ich habe jetzt mal bei der letzten Fahrt, also über 100 Kilometer waren das, habe ich auch mal den Verbrauch nachgemessen. Normalerweise ist mir das ja egal beim Motorrad, also einigermaßen egal, solange es in einem einigermaßen akzeptablen Bereich bleibt. Und da muss ich sagen, das Ding lässt sich schon schmecken, also so ist es nicht. Ich bin also hier auf einen Verbrauch von etwas über 5 Liter gekommen, das ist also ja so viel wie meine XSR 900 mit 120 PS verbraucht. Allerdings muss ich dazu natürlich auch sagen, die Maschine hier, die Watch, die ist relativ kurz übersetzt. Das heißt, ich bin es also tachomäßig schon mal bis 160 gefahren. Da dreht sie dann also fast 8000 Umdrehungen, ist also fast im roten Bereich. Wenn ich hier natürlich auch auf der Landstraße unterwegs bin, dann bewege ich mich natürlich immer im oberen Drehzahlbereich, zumal der Motor, ja ich sage mal, 5.000, 6.000 Umdrehungen braucht, um richtig schön vorwärts zu gehen. Und dann ist es natürlich so, ich habe grundsätzlich, glaube ich, eine recht sportliche Fahrweise, also von daher sind für mich die 5 Liter in Ordnung. Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, wenn ich die Maschine wirklich ein bisschen Piano fahre, dann kann ich hier deutlich unter 4 Liter kommen. Müsste ich mal probieren, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt meine Fahrweise. Also für mich in Ordnung, 5 Liter bei meiner Fahrweise, damit kann ich durchaus leben. Das ist also okay. So, dann kommen wir zum Fazit. Was kann ich jetzt nach fast 1000 Kilometer hier für Fazit ziehen? Ganz einfach, ein gutes, wertig verarbeitetes, schön zu fahrendes Motorrad in der A2 in der 48 PS Klasse. Bis auf den Seitenständer, bis auf das Vibrieren bzw. Dröhnen bei 6500 Umdrehungen habe ich hier an dem Fahrzeug tatsächlich nichts zu bemängeln. Also keine gelockerte Schrauben, keinen verlorenen Spiegel, wie es mir auch schon mal beim China Bike passiert ist. Nee, also wirklich schönes, wertiges A2 Motorrad. Muss man so sagen. Kann ich euch nur empfehlen, vor allem wenn es für einen angemessenen Preis bekommt, vom Listenpreis, kann man in der Regel immer noch ein bisschen was runterhandeln, dann ist es wirklich eine Investition, die sich lohnt. So Freunde, das war's wieder für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und oder liked. Ciao!